Hey Schleswig, hast du Hallo, Lust, Holly. Wieder Menschen zu töten? Aber immer doch. Supi, dann, ja, hier haben so zwei Affären. Habe ich dich schon Rufus vorgestellt? Rufus, das ist Schleswig. Rufus? Ja? Hallo, Rufus. Er ist der wahre Satan, ne? Ich werde aufpassen. Nein, er ist ein Teddy. Boah, und Teddys kann ich reden. Du hast gerade mit Teddys geredet. Haha. So. Ich versuche mal jetzt so weit wie möglich selber zu machen. Jovita, habe ich recht. Hausmädchen Jovita, Sie würden einen guten Sündenbock abgeben. Ich weiß, dass zwischen Tom und ihr was läuft. Sagst du Dingelingeling oder sowas, wenn du meine Hilfe brauchst, ne? Okay, ich schrei richtig laut einfach. Okay. Gut. In den Comics kann ich schon lesen. Oh, Holly, ey, ich bin voll vom Stuhl geflogen, hab mir meinen Arm gebrochen. Ja. Du bist schuld. Weil? Ist schon mal passiert. Stimmt, habe ich vergessen. Nee, jetzt ernsthaft, das ist schon bei einem YouTuber passiert. Dass er vom Stuhl gefallen ist? Nee, dass da jemand geschrieben hat. Ja, wegen dir habe ich meinen Arm gebrochen, weil du mich erschrocken hast. Ernsthaft? Aber ich sag jetzt nicht bei welchem YouTuber, sonst wäre Schleichwerbung und jeder hasst mich dann. Was die Leute jetzt schon tun. Aber, ja. Oh, hast du jetzt Arm gebrochen? Da haben wir es live. Wenn man vom Teufel spricht. So, Moment, ich folge gerade. Ah, ich muss. Hä? Ah, ich muss noch weiter runter. Nee, ich muss hoch. Ich muss hoch. Uah! Oh, ich habe mich gerade erschrocken. Notizzettel ist runtergefallen vom Bildschirm. Boah. Hier gehen jetzt keine natürlichen Dinge vor sich. Und zwar unnatürliche Dinge. Nee, X-Faktor. Nee. Unfass, bitte. So, wir müssen jetzt nach links. Oh, Jovita, meine Süße. Ich werde dich umbringen, du hast dich ausgeputzt! Damit das klar ist. Es hat sich ausgewaschen. Es hat sich ausgewaschen. So. Ich liebe Wortspiele. So. Was jetzt? Ne, warte, ich guck erstmal hier rein. Hallo, Typ. Ich muss Gedankenkontrolle machen, hundertprozentig. Ich verfolge sie jetzt mal, oder? Oh, warte. Dein Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Onkel Tom. Wer ist Onkel Tom, verdammt? Das ist, der Bruder von deinem Vater, von deinem... Die Schwester. Vater. Ah, okay. Aber du musst oder solltest nochmal zu Opi gehen, vielleicht hat er ja was Süßes für dich. Zu Opi? Zu Opi. Fabios. Ist das mein Satans-Dad? Das ist dein Opa. Und wo ist mein Opa? Ich hab einen Opa? Wie denn? Schon deinen Onkel gesehen? Der wohnt hier? Ja, nee, ich hab keine Ahnung. Ich hab bisher. Wo wohnt denn der? Ist er hier irgendwo? Da geht's zum, zur Garage und zum Waschkeller. Ah, da muss ich wahrscheinlich später hin. Oder? Da oben ist. Ist voll krank, ich weiß eigentlich die ganzen Räume fast auswendig. Oh, scheiße. Ernsthaft? Wahrscheinlich wurde das bei dir zu Hause gedreht. Richtig. Du bist Lucius. Ah, hey, mein Junge, Charles. Ich weiß, ich habe versprochen, Zeit mit dir zu verbringen, aber ich kann jetzt. Ich werde seinen Kopf treten. Boah, ey. Das ist aber Charles, nicht? Du bist nicht Opie, du bist nur mein Dad. Bah, geh weg. Ist Pseudo-Dad, bitte. Mein Pseudo-Dad. Leute reden über Geister. Mein richtiger Dad ist viel cooler. Boah, die Musik ist gerade voll laut, ey. Warte mal. Das ist, ja, krass. Das ist richtig crank. Crank. So. Spritzen wir uns ein bisschen Heroin rein. Nein, gleich. Alles. Haben Sie seine Zeichen? Okay, das ist aber nicht dein Opa. Da ist das? Das ist nur meine kranke Mutter. Da könntest du was mitnehmen, was dir nachher viel Arbeit erspart, wenn ich dir so da. Nee, das könnte weg. Der Mantel? Nee, im Tisch. Das ist so wie in Amerika. Da können sie auch ihre Tische aufmachen und dann haben sie ihre Dinger da. Ja, ist das. Ihre Schulsachen. Das ist bei dir auch so. Ah. Da kannst du. Ja, genau. Ah, was ist das denn? Ach, Kleber. Schnüffel, ne? Oh ja, dann bekomme ich voll die Fantasien und so. Wer ist das? Das ist ein Opa. Hallo, Junge. Es scheint alles gut zu laufen. Wieso das denn? Geh mal zum Schreibtisch. Alles ist... Weiß er etwa davon, dass ich alle töte? Ich könnte es dir sagen, aber das... Nee, das sag ich nicht. Nein.
Nein, 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 nein. Doch, nein, nein, nein. Ich soll hier am Schreibtisch stehen. Und jetzt? Schreibtisch, das ist ein Couchtisch. Ich weiß, wollte ich nur testen. Ich weiß, was hier vorgeht. Ich weiß es. Ich sah die Zeichen. Ach, er war am Anfang meiner Geburt da bestimmt. Das ist so wie deine Mama. Ja, wie meine Mama. Tschüss. So, was soll ich jetzt hier nehmen? Alles, was du da nehmen kannst halt, ne? Also ins Inventar. Guck mal, da ist ein Fotoapparat. Den will ich haben. Fall herunter. Da bist du. Und kaputt. Kann ich ihn echt nehmen? Hallo, das Junge. Brauchst du noch was. Das ist so ein ganz alter, nicht digital, weißt du? Ja, das macht... Also das brauche ich später. Ja, scheiße, hä? Jetzt musst du aufpassen, was du sagst. Ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt muss ich Tommy ist oder so finden. Ah, Kreuz. Ah, get. Wo ist er? Wer ist denn dieser Tommy? Anderen, zum Beispiel Tommy. Immerhin ist er dein Onkel. Mein Onkel? Du weißt doch, wo Junge, hier die, Finger weg von Drogen. Die hier Dienstkräfte schlafen, ne? Also in welchem Ghetto da. Natürlich okay. Weiß ich das. Nein, okay. Ich weiß gar nicht, wo. Okay, die denn? Ganz ruhig, ja. Irgendwo? In der Bibliothek. Ja, kann auch sein. Ich habe gerade die Map geöffnet. Wir wollen uns fortbilden. Ein bisschen fortbilden. In Sachen töten. Hier? Du hast es geschafft, ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Du weißt nicht mehr, wo wir sind? Oh, jetzt. Raus da. Gut. Raus da! Was? Ich dachte, du gehst durch die andere Tür, aber... Nee. Hier? Nichts. Scheibenkleister. Wo pennen denn die ganzen Sicherheitstypis? So, wo muss ich denn hier lang, um zu sehen, wo die anderen Typen pennen? Oben, oder wie? Ja. Das ist gut. Mit der Aussage kann ich viel arbeiten. Hier bestimmt. Hallo? Das ist Gästezimmer. Hallo? Irgendwo ist... Soll ich das beschreiben? Ich bin schläfrig, ich beschreibe dich. Guck mal, das ist das Loch. Ich was? Ich verstehe den Raum, denn ich bin schon erwachsen genug. Wo ist das Loch? Lala, ja. Wo ist das Loch? Aha. Und... Öffne mal bitte dein Inventar, wenn ich so... Ja, wollte ich genau gerade. Und... Dir fehlt trotzdem noch was. Scheiße. Was fehlt denn? Ja. Ein U. Ein U und ein A. Wow. Na, hier schon wieder. Schon wieder? Richtig, da hattest du... Eigentlich richtig, wenn du wissen, wie es ist. Und... Was? Lobby? Vorher das Erdbeben, Nee, doch nicht. Ist egal, ob du jetzt ein Erdbeben hast. Mach das zu Ende hier. Scheiße, was ist mit dem Trümmer? Das ist auch so ein Abschreck. Ja, geh da mal rein. Hier rein, okay. Weiter schlafen die. Ah, okay, hier schlafen die. Interessant. So sieht das. Und auf der Gegenüberseite, ne, gab's auch nochmal so ein Ding. Lass mal. Auf der Gegenüberseite? Gegenüberliegenden Seite, ja. Okay. Ich guck mal. Und hier kommt's, hier kommt's, hier. Jetzt haben wir beide gesungen. Das ist, Remix. Oh, neues Inventar. Ohrringe. Ein Slip. Ich hab jetzt was Neues gefunden hier. Ohrringe. Ja, kannst ja... Und ein Telefon, das will ich mal hier hin. Steht. Fällt ja gar nicht auf in der Inventar, ne? Nee, Gott. So. Ich kann gehen. Nein! Was jetzt? Ach, die waren da gerade am fiese Bubble machen. Oh! Ja. Oh, nein! Die haben's richtig in die Knicke. Ich hab den Schock fürs Leben, ich muss einfach nur aufräumen. Aber jetzt weißt du ja, was du machen musst. Ja, jetzt muss ich den Raum erstmal finden. Scheiße. Fotoapparat und das ist so, kennst du die Fotodinger noch, wo man... Sofort das Ding rauskommt und dann... Richtig, und dafür brauchst du noch was Bestimmtes. So ein Lösemittel oder sowas. Das liegt auch noch im Raum drin. In welchem Raum? Ja, wo du den Fotoapparat hast. Willst du mich verarschen? Wo hab ich den her? Oh, das ist Opas Raum. Ja, wo ist der? Ich renn hier einfach so, ich schalte mal gerne aus und renn einfach. Opas Raum. Der ist einfach oben. Der ist halt... da auf dem Bild, bei Opa. Ja. Scheiße. Schickipack. Ja, dann mach ich jetzt mal ein Foto. Ich hab kein Fotoapparat! Ja, Spiel Ende, dann musst du alles nochmal neu holen. Alles! Ja, alles, was du da jetzt, ne, gefunden hattest. Ich liebe dieses Spiel! Ja, ich auch. Mein Herz platzt gleich. Ja. Soll ich mit so einem Pflaster kleben? Ja, bitte. Ja. Du hättest dir schon die Zähne putzen können. Ja, nee. Nee. Das will ich jetzt auch nicht mehr. Nein, ich will töten. Ich glaube, da ist irgendwo Opa. Hier irgendwo? Du siehst ein bisschen später. Ja, da nicht. Da auch. Oh, ey. Das ist ja beschissen. So, da irgendwo wohnt Opa. Hier draußen? Auf dem Balkon, ja. Bis zum Zelt. Hier ist das Schlafzimmer meiner Eltern. Kannst du hier runter. Sachen treiben.
Ja, die ich gerade gesehen habe. Hier. Komm, komm. Da, wo ich bin, ich renne, dann geh mal her. Ja, ganz ruhig, ich krieg's auch dann schon. Ich bin schon wieder hier. Das Haus ist super für Einbrecher. Ja, ja, jetzt sehe ich erstmal hier Jovita. Einbrecher, hier sind bestimmt irgendwelche Einbrecher rum. Treiben sich, sich verlaufen. Ja, und kommen nicht mehr raus. Und dann zeigen sie meine Eltern an, weil das nicht einbrechergerecht ist. Dein Onkel Tom gesehen? Ich schub's dir einfach weg, Zeig's ihr dann. Ich geb's dir gar nicht weg. Also ich zeig's nicht, ich geb's dir nicht weg. Boah. Das sind einfach die Sendungen, die mich so verstören, die ganzen hier Miley Cyrus Sendungen und was weiß ich. Die machen mich so krank. Der Buddy ist perfekt. Ja, da saß die Dicke. Ja, war schon vergessen. Nein, ich weiß, ich hab versprochen, Zeit mit dir zu verbringen. Nein. Das Verstörendste ist, warum weiß ich, wie die Lieder gehen? Da, wo Gruppen. Miley Cyrus? Hallo, Junge. Ja. Es scheint alles gut zu laufen. Ja, ja, aber. Ich glaub, der darf das sehen, weil er blind ist. Achso, dann ist er perfekt. Glaube ich. Und da liegt das noch was, ne? Wo, also, wo? Auf dem. Ich weiß nicht, ob das ein Nachttisch ist. Nachttisch. Ah, Secret D66 Weinkeller. Ja, und da liegt dann noch irgendwas Bonbons. Ja, ah, okay. Yes. Ja, nice. Und jetzt muss ich nur den Weg zurückfinden, ey. Hey, ich will gleich jemanden umbringen. Aber glaubst du nicht, weil ich ein Kind bin? So. Hey, Junge, Finger weg von den Drogen. Sie sind. Der denkt, er schiebt das mal alles auf die Drogen. Und jetzt hier. Hey, du musst immer noch deine Kamera nachladen, um zu schießen. Oh, schießen kann man auch, ja. So, und jetzt. Das musst du. Ja. Richtig. Du hast voll kombiniert und die Sache gecheckt. Cranker. Ups, an der Seite. Ups, ich hab noch ein Foto gemacht. Warte mal hin. Haben wir Fotoapparat gefunden. Ah. Foto mal hin für Familie, damit sie seht, wie abgeht hier. So. Und gleich. Du musst dich so hinstellen, dass die dich nicht sehen, aber dass die Tür offen ist, halt, ne? Ja. What the fuck? Das darf ich nicht zeigen. So, schnell ein Foto. So, alles klar, alles klar. Lasst euch nicht stören, lasst euch nicht stören. Mach bloß die Tür wieder zu, ey. Fällt dir auch gar nicht auf, dass die auf einmal aufgeht, ne? Nö, gar nicht. Die haben so einen Druck drauf, die. Jetzt musst du mal in Jovitas Zimmer, musst du noch die Slips aufheben. Hier? Ja. Okay, hab ich. So. Das war, du hast mich verarscht, oder? Ja. So, jetzt muss ich den geheimen Raum finden hier. Naja, müssen tust du es noch nicht. Dafür habe ich mich nicht eingeschaut. Sondern? Eigentlich kann ich es ja sagen, weil er mit Gaffeln hat sie ja am Anfang gesagt, dass sie glauben, dass Jovita es war und dass sie Beweise gefunden haben. Das heißt, ich muss meinem Dad zeigen. Nee. Nein. Was willst du ihm für... Willst du jetzt zu deinem Dad gehen? Hey, ich habe Tom und beim Liebe machen fotografiert. Ja. Okay. Oh, nein, da will ich noch nichts machen. Ja, das heißt, ich muss zu Jovita, oder was? Zu Jovita ins Zimmer rein. Was glauben ja. Sie, wie lange sie eine wertvolle Wo ist denn Jovitas Zimmer? Du warst gerade drin. Ernsthaft? Ja, nur vorhin gerade. Verwirr mich bitte nicht. Ja, aber du hast gesagt, nein, dass du hast mich verarscht, hast du gesagt. Nee, mit dem Slip aufheben. Ach so. Ah, ich muss auf die andere Seite. Slap. Nee, Moment. Doch, ich muss auf die andere Seite. Ah, ein Hin- und Hergerenne. Ah. Sie ist eigentlich flüssig. Ja, es reicht aus. Ah, okay. Ich will jetzt hier keine Anforderungen stellen, ne? Ja. So, jetzt nehmen wir. Die Ohrringe. Ja, genau, die auch. Und? Such dir mal ein Inventar vielleicht aus. Ein schönes. Ja, hier das schöne Foto von denen. Und das lege ich jetzt hier hin. Such dir noch eins aus. Vielleicht was Metallisches? Was Metallisches? Ich habe jemanden gehört. Da kommt jemand. Ernsthaft? Ich weiß nicht, was Metallisches. Was sehr massiv ist und womit man auch sein Fahrrad absperren könnte, wenn man will. Und warum das denn? Was für einen Sinn macht das? Was für ein... Ich dreh gleich durch. Was für einen Sinn macht das? Und vielleicht auch ein bisschen Lattengift? Was ist denn Lattengift? Was? Liebe Kinder, das habt ihr nicht gehört. Es gibt kein Lattengift. Es gibt kein... Ah, oh. Schon deinen Onkel gesehen? So, du ein bisschen... Ich check das Ganze nicht. Warum Gott. Ein Schloss und Ratten gibt? Warum nicht gleich ein Elefant und eine Banane? Weil, du es Jovita in die Schule schieben willst. Ja. Ja.
Beweise musst du da. Obwohl, Fingerabdrücke gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Hat er sich weggefräst. Du musst Jovita hinterherlaufen und dich entschuldigen. Los. Okay, Jovita hinterherlaufen. Wo ist die? Die nach oben? Ja. Jovita! Entschuldige dich, dass der Part gleich vorbei ist. Oh ja, das auch. Aber wo ist die? Wo ist die? Kann man dann am besten. Jovita, du Hure! Wo bist du? Oh. Gedankenkontrolle? Gedankenkontrolle, ihr Geist ist sehr schwach. Und spreng! Ich hab's geschafft, ich hab mal was selber geschafft. Das war ich. Ich hab das gemacht. Ja, ich bin stolz auf dich, Holly. Oh. Guck mal, jetzt, sie springt wegen mir. Ich bin so glücklich. So. Absprung eine A-Note. Landung nichts. Ja. Ja. Es gibt ja Minuspunkte. Es gibt ein paar Minuspunkte, ey. Ein Schneeengel. Schön. Und warum jetzt Schloss und Rattengift? Ich check das nicht. Beweise unter die Schuhe schieben. Ne? Also. Ah! Jetzt hab ich's. Ja. Darauf muss er auch erstmal kommen. Scheinbar haben wir in Miss Jovita Munoz eine offensichtliche Täterin gefunden. Ich bin nur eine Stimme in deinem Kopf. Das fehlende Vorhängerschloss am Kühlraum. Die Outlets-Case macht jetzt nicht so doll, aber. Es passt fast zu gut. Ist schon spooky. Warum erzählen Sie mir das? Wir sind doch keine Freunde oder so. Ja. Nun, wir haben auch ein Motiv. Bilder von Ihnen und Susan Myers in, wie drückt man das taktvoll aus, flagrante delicto. Ihr Engagement in Bezug auf das Personal war wohl etwas zu intensiv. Was? Davon wusste ich nichts. Wer ist das hier eigentlich? Sie meinen, sie tat das alles wegen meiner Affäre mit Susan? Oh mein Gott, was habe ich getan? Tom hat nichts getan. Seine Indiskretion mag dazu geführt haben, aber er hätte sie nie darauf angesetzt. Es gibt dafür gar keinen Grund. Sehen Sie, das Ganze ist ein verdammtes Chaos und ich versuche, es im Rahmen zu halten. Also, hören Sie gut zu. Jovita hat im Haus gestohlen. Sie hat Agnes vergiftet, da sie Verdacht geschöpft hatte. Wir lassen im Bericht sämtliche Indiskretionen zum Wohle ihrer Familie aus. Was nötig ist, Detective. Wir wollen das alles hinter uns lassen. Ich werde Tom zurechtstutzen, aber ich glaube nicht, dass meine Kampagne noch zu retten ist. Die Presse wird ihren großen Tag haben. Nun, da kann ich nichts ändern, Mr. Wagner. Aber ich werde denen nichts erzählen. Ich will nur über die Runden kommen. Letztendlich konnten wir den Fall abschließen. Dachte ich zumindest. Sie steckte wohl hinter allen bisherigen Todesfällen im Haus, nur nicht hinter dem des Butlers. Das ließ mich nicht in Ruhe. War das wirklich ein Unfall? Alles an diesem Fall hinterließ bei mir ein mulmiges Gefühl. Dann, pünktlich einen Monat später, passierte es wieder. Es sah nach einem weiteren Selbstmord aus. Möglicherweise hatte ich ihn so weit getrieben. Dafür schäme ich mich. Mein Dad? Also mein langweiliger Dad? Oder welcher? Pseudo-Dad. Der Verstand kann nicht alles ertragen. Die richtigen Zeugs schon. Oh, wir haben Klebstoff-Dinger nicht gefunden, nicht aufgehoben. Sollst du noch wirklich machen, Mami? Ja, das mache ich dann. Aber das Ganze erst im nächsten Part. Vielen Dank, Schleswig, dass du mir geholfen hast. Gott. Bitte. Rattengift und die, da wäre ich 60 Parts dran gesessen, hätte ich da. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Lucius und dann, ja, seid gespannt, wie ich wieder herumirre. Tschüss. Tschüss.